Charge! So, Abkürzung ist gegraben. Charge! Und da ist natürlich noch Gold übrig. Das ist eine ziemlich tiefe Titanader. So, ich habe aber immer noch das Drachenblut nicht, um den abzugraden. Die beiden haben auch bald den Level ab, das ist gut. Dann habe ich nämlich, glaube ich, schon die Krieger, die ich brauche. Turmalinader. Und ich glaube, ich wechsle dann demnächst auf die Titan-Übungspuppen. Na, du bist schon Level 16, sehr gut. Du kriegst jetzt auch deine Schützenausbildung. Oh, und du kriegst jetzt deine unsterblichen Ausbildung. Charge. So, und ich denke mal... Ach nee, da eine Scharfschütze fehlt ja noch. Gut, das heißt, ich stelle jetzt die Titan-Übungspuppen hier auf, die guten. Dann warte ich noch, bis er 15 ist. Und dann machen wir Rambazamba mit den Zwergen. Ach ja, und wir müssen noch auf den einen Forschungspunkt natürlich warten. Wie weit sind meine Forscher da? Ach, schon über die Hälfte. Gut. Hier hinten ist noch... Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Hier hinten ist noch ein Ticken Turmalin, was ihr ausgraben könnt. Hier oben wäre halt viel, viel Zeug, aber nee. Oh, hier ist noch mehr Turmalin. Und hier ist noch etwas Gold. Und wie wäre es, wenn ihr dann etwas Platin ausgrabt fürs Gold? Genau, hier ist Platin. Grabt das Platin bitte aus. Das hinter der Trainingspuppe, da kommt ihr gerade nicht ran. Da wäre Platin... Hier habe ich gerade Platin und Eisen gesehen. Hier wären einzelne Platinfelder, die ihr ausgraben könnt. Und das Platin da noch. So. Du, Scharfschütze. Jetzt siehst du wenigstens richtig cool aus mit der dicken Armbrust und der Fliegerbrille.
Naja, und er ist der Schreihals. Weil es ist doch nicht der Grenadier, der so schreit. Das sagen die Forscher. Die sagen, wir haben bald den letzten Forschungspunkt für mehr Schaden. Oh, und wir haben auch genug Holz, um hier unten zuzubauen. So, dann schnappe ich mir einfach mal ihn hier und bringe ihn gleich mal hier oben hin. So, bauen wir peu à peu hier zu. Und ich werde jetzt was Verrücktes machen. Ich werde Holz kaufen. So. Dann können wir nämlich auch gleich hier noch den Block setzen. So. Und kriegen langsam die Schatzkammer auch etwas schöner. So. Bessere Waffen und dann würde ich mal sagen, ermöglichen wir es ihm einfach zu uns zu kommen. So, da ist er auch schon. Und er wird schon unter Beschuss genommen. Oh, der geht gut runter. Jawohl. Ja, nicht vom Level einschüchtern lassen. So, ich habe das Gefühl, wir müssen noch tiefer gehen. Um an die Schatzkammer ranzukommen. So, die können noch mal trainieren. Aber alles in allem habe ich ein ziemlich gutes Militär jetzt. Eigentlich war ich ja irgendwie der Meinung, dass ich hier durch reinkommen würde, die Schatzkammer. Aber jetzt bin ich mir auch langsam nicht mehr so sicher, ob ich da unten durch reinkomme. Ich schnapp mir mal einen Bergarbeiterzwerg. Und setz den hier hin. Der soll sich mal hier rein, hier lang buddeln. Ich will mal wissen. Oh. Wir haben einen neuen Raum entdeckt. Ah. Den vorletzten Schatzort. Hey, da geht's runter. Ah, okay. Schatzkammer. Jedenfalls den Weg in die Schatzkammer. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich diese Tafel aktiviere. So. Listen up. Und das war die letzte. Jetzt müssen wir nur zur Tür gehen, die jetzt aufgesperrt sein sollte. Wenn sie nach einem Leben noch nicht immer noch geschlossen ist, werde ich mich mehr als nur ein bisschen ärgern. Lass uns schnell machen. Ich habe so ein Gefühl, dass uns der Schamal nicht friedlich dorthin gehen lassen wird. Bei den Göttern, dieser Schamane ist wirklich nervtötend. Und fies ist er auch noch. Zwerge, wir brauchen einen anderen Weg in die Schatzkammer.
Schaut euch genau um. Es muss einen anderen Weg in die Schatzkammer gehen. Hä? Warum? Da ist der Schamane, ja. Ne? Jetzt seid ihr so dazwerk, dein Schöner, aber ihr seid zu spät. Wie konntest du hier vor mir eintreffen? Ich sehe keinen Tunnel, durch den ihr gekommen sein könntet. Ganz einfach, ich schlich durch die Tunnel, die ihr gegraben habt. Da schlich ich an euch vorbei und jetzt bin ich hier. Aber das ist Betrug. Ein ewiglicher Grabfischstreit hätte es sein sollen. Und wer wird das hier erfahren? Ich hatte genug Zeit für meine Vorbereitung. Tut mir aufrichtig leid, aber du wirst nicht weitergehen können. Jahaha. Hey now. Dieser lausige Orkschaman hat den Weg zur Schatzkammer versperrt. Wir müssen einen anderen Weg dorthin finden. Wir sollen überprüfen, ob wir in der Nähe der Schatzkammertür irgendwo graben können. Jo, können wir ja eigentlich auch. Ja, das hatten wir. Der Reiz. Und eigentlich wollte ich jetzt mein ganzes Militär nehmen. Und es hier oben irgendwo hinsetzen. Oh, ach so, wir können ja gar nicht da runter. Wartet mal kurz. Ruhig von mir aus Steintreppen. Ja, hier würde ich gerne... Das war falsch herum. Hier würde ich gerne auch noch hinbauen. So. Da würde ich bitten, meine Militärzwerge... Ja, genau, hier rumzugehen und da mal alles kaputt zu schlagen. Und da müssen wir da unten reingraben. Ah, und dieses ganze Lila in Lila, das macht ja einem Kopfschmerzen. Hä? Habe ich die Undigium-Quest abgeschlossen? Wie habe ich denn das jetzt ge... Sag bloß, hier sind alles Undigium-Blöcke und die habe ich jetzt dadurch aktiviert. Ja gut. Das erleichtert die Sache ein bisschen. Nachher gucken wir uns noch hier unten schnell um, bevor wir aus der Mission dann rausgehen. Nach dem letzten Schatzkammerversteck. So, und ja, die Trainingspuppen. Wo war noch mal mein Lager? Da war mein Lager. Die Trainingspuppen, die setze ich einfach hier in die Schatzkammer rein. Für viel mehr brauche ich sie ja eh nicht. Und da ist auch... Achso, hier unten geht es weiter. Gut.